Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu BioShock 2. Im letzten Part haben wir... Ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Nicht viel Großartiges. Oh, leider. Ich bin kein guter Spieler, aber egal. Heute sollen wir auf jeden Fall geradeaus da hochgehen. Und das machen wir jetzt auch. Und ich hoffe, dass mir da jetzt nicht schon wieder irgendwo einer dazwischen funkt. Sieht gut aus. Hallo. Kann ich da rein? Ja, gut. Hi. Ich könnte hier rein. Klopf, klopf. Ist schon mal zu Hause? Hallo? Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo Hallo? Man herkommt. Blödsinn. Als die Zeiten ich hab gesagt, klopf, klopf. Kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Oh. Ja gut, die ist tot. Die Spritze kann ich nicht mitnehmen, hab schon genug. Ja gut, dann scheint hier nichts weiter zu sein. Da haben wir noch Allheilmittel. Die Spritzen brauche ich nicht. Hier noch irgendwas. Da ist ein Tresor. So. Ja, muss ich jetzt in Kauf nehmen. Aber egal. Hacken wir mal den Safe. Und zack. Ach du Scheiße. Zack. Ach du Scheiße. Zack. Nice. Okay. Naja, ich werde jetzt gleich sterben, aber Gott. Dann ist es halt so. Ich hab's vorausgesagt. Ich hab's gerade gesagt. Ich habe gesagt, ich werde sterben. Habe ich das gesagt? Ja, habe ich. Gut, hier kann ich... Schade. Ich dachte, ich könnte mir da einen Verbandskasten kaufen, aber nee. Nee, nee. Da ist er. Oh, der ist da reingegangen. Das ist sein Fehler, das ist sein Fehler. Beeil dich. Beeil dich. So. Da ist er. Bam! Schön den Hals weggeschossen. So läuft's im Business. Gut. Da tröpfelt's an der Wand. Hier brennt's ein bisschen. Würde ich einfach mal behaupten. Kann aber auch daneben liegen. So, hier haben wir nichts. Gar nichts. Es brennt nur. Es brennt. Oh nein, oh nein, oh nein. Warum du, warum du? Ich hasse dich. Fress Feuer. Ah. Ich hasse die Fetten, ich hasse sie. Weißt du, Bioshock 1, das war okay, da gab's keine Fetten. Aber jetzt bei Bioshock 2 müssen die sich natürlich denken, ja nö. Die ganz normalen Splicer waren schon zu einfach. Jetzt müssen wir noch Fette da rein tun. Was? Wow! Burn, Motherfucker! Gut. Okay. Oh, ein Verbandskasten. Nice, vielen Dank. Sonst ist hier rein gar nichts. Von hier kam der Willi. Hier ist nichts. Hier. Ah, der Schmetterling. Der Morphoretenor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretenor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine in... Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Bam, 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 bam. So, genau das wollte ich. Gut.
Da waren Nieten drin in der Kamera. Nice. Nice. Definitiv. Oh, das erinnert mich an Bioshock 1. Der eine Ort, wo ich ewig gebraucht habe, um das scheiß Passwort zu finden. Das sah genauso aus. Hallo! Ich finde Graces Versteck. Okay. Oh! Mache deine Forschungen effizienter mit scharfer Beobachter. Führe Analysen durch, wie du sie dir nie für möglich gehalten hättest. Ja, wenn ich einen freien Slot habe, dann mache ich das auch. Schön Mathe gelernt. Naja, bevor man die Arbeit verkackt. So, aber ein Verbandskasten. Wo war das denn jetzt hier? Wo war das denn jetzt? Ja, wir hören uns erstmal das hier an. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Okay, dann reißen wir mal erstmal das Plakat hier runter und drücken das Knöpfchen. Dann müsste die Tür aufgehen. Ja, ganz genau. Und ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Genau, es ist meine Entscheidung. Nimmst du den jetzt bitte? Dankeschön. Was ist los? Ich könnte sie jetzt umbringen. Schon, du gottverdammtes Monster. Tu, was du immer tust. Ich weiß, dass ich sie damals nicht umgebracht habe, aber wisst ihr was? Du hast schon so viel gelitten. Ich habe Verständnis für deinen Überlebensinstinkt, Chef. In Rapture lockt ein blutendes Herz nur die Haie an. Und jetzt zurück und die Bahnstation freigeschaltet. Eleanor wartet. Ich habe dich beim letzten Mal, als ich das privat schon gespielt habe, überleben lassen. Jetzt wollte ich dich, einfach mal umbringen. Ohne Mist. Aber gut. Es gibt immer Opfer. Grace konnte Eleanor nicht vor dem Fall Raptures beschützen, Delta. Und meine menschliche Tochter war für immer verloren. Aber ich habe Grace vergeben. Und du hast sie ermordet. Und sie damit bestätigt. Sie hatte recht, was deine Natur anbelangt. Und du hast sie zu dem gemacht, was sie war. Ah, ich bin wieder hier. Okay, ich weiß, wo ich bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schieß das Ding kaputt. Und jetzt schießt die Frau kaputt. Dankeschön. Hat funktioniert. Alles gut. Jo! Einmal wieder auf. Dankeschön. Dich habe ich gesehen. Ich habe keine Munition mehr. Oh, Hilfe.
Fest Bohrer. Was ist mit dir? Alles klar. Okay, okay. Ich habe ein bisschen Leben verloren. Geh mir ja ganz ehrlich zu. Alter, wie viele Wachkanonen habt ihr denn jetzt auch? Oh mein Gott, das ist so eine. Ja, das habe ich kommen sehen. Aber egal, aber egal. Alles gut, alles gut. Wo lang? Ach da. Ich habe aber auch noch 4 Nieten. Das ist nicht mehr viel. Ich habe nicht mehr wirklich viel Munition. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich dachte, das Licht in meinen Augen. So. Nochmal ein paar Nieten. Ich habe doch gar keine Munition mehr. Ich habe doch gar keine Munition mehr. Was willst du denn? Oh mein Gott, ich habe den besiegt, ohne dass er mich killt. Hätte ich nicht gedacht. Oh, der hat ein Tagebuch bekommen. Oh Leute, wir sind draußen. Wir sind draußen. Okay, Schlüssel. Verlasse Popper's Drop. Sehr gerne, ey. Ich hasse Popper's Drop. Mach ich doch sehr gerne. So, du hast in diesem Level keine Little Sister ausgebeutet oder gerettet. Du brauchst eher Adam. Ich weiß, aber ich hab ein bisschen Schiss. Solange ich noch keinen Granatwerfer hab. Nee. Nee. Spring auf, Junge, und starte die Bahn. Zwing mich nicht noch vorher zu pfeifen. Ach was, Sinclair. Schade, du stellst dich jetzt da vorne hin, pfeifst, guckst erstmal, ob alle eingestiegen sind und dann winkst du mich da so raus. Ja, verdammte Scheiße, das muss ich halt alleine machen. Danke für nichts. Quatsch. Leute, wir verlassen Popper's Drop. Das ist sehr geil. Und wir haben Gracie umgebracht, aber die hatte doch eh keinen Sinn mehr im Leben. Da ist es ja auch egal. Okay, nein, ist es nicht, aber... Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet demnächst mal wieder ein. Dann geht's wieder in eine neue... Ja, in einen neuen Stadtteil und... Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.